Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Luke und wie du mit Sicherheit weißt, spreche ich über die Themen Minimalismus und einen bewussten Lebensstil. Und ich freue mich sehr aufs heutige Video, denn heute möchte ich dir mal vier Dinge nennen, über die ich mir ja recht wenig Gedanken mache. Über die Dinge bin ich auch durch den Minimalismus gekommen. Und ja, ich denke, es gibt mit Sicherheit ein, zwei Streitpunkte. Aber ja, ich freue mich einfach sehr aufs heutige Video und würde sagen, lass uns anfangen. Also viel Spaß, let's go. Ja, der erste Punkt, das ist ein ganz spannender Punkt, wie ich persönlich finde. Den habe ich nämlich neulich erst entdeckt, und zwar Zeit. Ich weiß, dass dieser Punkt nicht auf alle Menschen zu 100% übertragbar ist, aber jeder kann den zumindest an ein paar Wochentagen oder könnte den theoretisch umsetzen. Also lass mich erklären. Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum stehen wir eigentlich morgens immer mit einem Wecker auf? Weil eigentlich ist das ja alles andere als unnatürlich. Ich meine, alles andere im Leben machen wir sehr, sehr natürlich. Also zumindest in der Regel. Wir essen, wann wir Hunger haben. Wir gehen schlafen, wann wir müde sind. Wir hören auf zu essen, wann wir satt sind. Wir gehen zum Beispiel sexuellen oder körperlichen Bedürfnissen nach, wenn wir darauf Lust haben. Aber beim Aufstehen ist es doch eigentlich so, dass wir uns jedes Mal aus dem Schlaf reißen. Das heißt also, eigentlich wäre unser Körper noch nicht wirklich bereit dazu aufzustehen, aber durch den Wecker, also dieses künstliche Aufwachsignal, wachen wir auf. Und ich persönlich habe mich immer gefragt, warum ist das eigentlich so? Beziehungsweise gibt es nicht irgendwie eine andere Lösung, sich ein bisschen unabhängiger von Zeit zu machen? Jetzt hat das Ganze natürlich ein Problem, dass die meisten Menschen von uns orts- und personen- und somit auch zeitabhängig sind. Was ja auch klar ist, weil anders würde eine Gesellschaft gar nicht funktionieren. Also wenn zum Beispiel die Uni sagen würde, hey, jeder kommt, wann er will, oder dein Büro sagen würde, jeder kommt, wann er will, dann würde das natürlich nicht klappen. Jetzt ist es allerdings bei mir so, dass ich halt recht person- und zeitunabhängig arbeite. Das heißt also, von mir verlangt keiner, dass ich irgendwas zu einem bestimmten Zeitpunkt und einem bestimmten Ort mache, sondern die Dinge müssen einfach bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein. Deswegen habe ich für mich ein Konzept entwickelt, und das kannst du auch entwickeln, auch wenn du jetzt nicht so arbeitest. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und zwar, ich habe einfach mal angefangen, so ein paar Tage lang in der Woche einfach komplett frei von Zeit zu leben. Was ich gemacht habe, ist, ich habe bei meinem Laptop habe ich die Zeit auf nicht digital, sondern analog gestellt, dass ich die einfach nicht so wahnsinnig schnell lesen kann und die schneller so ein bisschen überfliegen kann. Und bei meinem Handy habe ich so gemacht, dass ich mir einfach eine ganz andere Zeitzone eingestellt habe. Zum Beispiel bei meinem Handy ist in vielen Tagen in der Woche die Zeit aus Indien, also eine komplett andere Zeit. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Und was ich dann mache, ist, ich lebe einfach viel, viel mehr nach meinem täglichen Gefühl und nicht danach, oh, jetzt ist 9 Uhr, ich muss eigentlich jetzt frühstücken, oder jetzt ist 6 Uhr, oh, jetzt müssten wir Abendessen. Und für mich ist das ein unglaublich neues Gefühl, und das kann man auch zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, in der Woche ist das schwierig, weil ich bin zum Beispiel abhängig von anderen, kann man das ja zum Beispiel auch am Wochenende probieren, dass du einfach mal sagst, ich versuche ein, zwei Tage lang komplett unabhängig von Zeit zu leben. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Ich habe das noch nicht komplett in mein Leben integriert, weil es auch nicht immer möglich ist, weil klar, auch ich muss manchmal irgendwo zu einer bestimmten Uhrzeit sein. Aber wann immer ich das machen kann, ist das unglaublich schön und unglaublich befreiend. Der zweite Punkt, und ich weiß, der wird mit Sicherheit ganz viel, oder da gibt es mit Sicherheit auch ganz andere Meinungen. Und das ist mir ganz, ganz, ja, sagen wir erstmal einen Punkt, und zwar Fernseher. Also erstmal, um das vorwegzunehmen, auch ich und Vicky, wir gucken manchmal ganz gerne Serien. Also ich nicht so häufig, aber worum es mir eigentlich geht, ist die Zeit, die ich mit Fernseher gucken verbringen kann, die kann ich halt im Endeffekt auch mit irgendwas anderem verbringen, was mir persönlich einen größeren Mehrwert gibt. Weil ich stelle mir halt immer die Frage, okay, wenn ich jetzt irgendwie so eine Serie gucke, einen Film gucke oder Trash-TV oder so, also sehr wahrscheinlich werde ich in 10 oder 15 Jahren nicht daran denken, oh, weißt du noch, wie du damals da diese eine Serie geguckt hast, sondern wahrscheinlich werde ich eher mehr davon haben, wenn ich dann irgendwie laufen gehe oder wenn ich was lese oder wenn ich halt auch einfach mal nichts mache, also einfach mal meine Sinne komplett in Ruhe lasse, gar nichts irgendwie aufnehme, mir einfach Gedanken darüber mache, wohin mein Leben so geht.
Und ja, ich möchte damit nicht sagen, dass Fernsehgucken jetzt irgendwie was Schlechtes ist oder sowas. Das ist auf gar keinen Fall so. Und Fernseher kann einem ja auch unglaublich viel geben. Zum Beispiel irgendwie Entspannung oder auch Freude oder man lacht oder so. Aber ich sage einfach, ich persönlich habe für mich festgestellt, dass mir das keinen großen Mehrwert gibt im Leben. Und dass das für mich eher Zeit ist, die für mich persönlich eher eine Verschwendung wäre. Und deswegen versuche ich die eben mit anderen Dingen zu füllen. Der dritte Punkt, worüber ich mir halt recht wenig Gedanken mache, und das trifft mit Sicherheit nicht auf alle zu, aber das trifft vor allem auf die Leute zu, die auch versuchen, minimalistischer zu leben, ist, wie Minimalismus überhaupt definiert wird. Ja, es gab ja auch schon ein, zwei, drei, vier Kommentare manchmal unter meinen Videos, Gott sei Dank nicht so viele, aber auch einige, die dann gesagt haben, hä, das und das, das passt doch gar nicht mit dem Minimalismus zusammen. Und mir ist auch total bewusst, dass es mit Sicherheit eine ganze, oder dass es mit Sicherheit ganz, ganz viele Menschen gibt, die Minimalismus anders definieren, als wie ich ihn lebe. Aber das ist mir relativ egal und ich finde, das sollte auch dir auf deiner persönlichen Reise relativ egal sein. Wenn du für dich das Gefühl hast, dass du ein minimalistisches und ein glückliches und vollkommenes Leben lebst, dann ist das das Allerwichtigste. Und ich denke, so sollte man auch Minimalismus definieren, nach glücklich sein. Für mich hat das immer sehr viel damit zu tun, mit dem Thema weniger, aber besser. Habe ich ja schon ganz, ganz oft erwähnt. Das heißt, ich möchte sehr wenige, aber trotzdem sehr, sehr hochwertige Dinge in meiner Umgebung haben. Aber letztendlich, ob jetzt jemand das als minimalistisch definiert oder nicht, also ich weiß noch, mir hat mal jemand damals gesagt, ja, wie kannst du denn Minimalist sein und so Kopfhörer aufhaben? Und da habe ich mich auch gedacht, also das eine hat doch überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Für mich nicht, für die Person vielleicht schon, aber in dem Punkt ist mir dann die Definition von anderen recht egal, denn letztendlich ist es ja mein Leben und meine Lebensweise, die ich kreieren möchte. Und der letzte und der vierte Punkt, und da könnte ich wirklich sehr lange drüber sprechen, da würde ich vielleicht auch sogar gerne ein bisschen ausholen, weil ich finde, es ist ein unglaublich wichtiger Punkt, und zwar finanzielle Freiheit. Weil ich habe mich immer gefragt, also verschiedenes Ding ist, wir gehen ja oftmals, also ich habe das Gefühl, dass viele von uns gehen halt arbeiten und wollen halt Geld verdienen wegen also jetzt mal ganz grob, ganz groß gesehen, wegen zwei Dingen. Um halt kurzfristig genug Geld zu haben und auch langfristig genug Geld zu haben. Gleichzeitig geht das aber, oder ging das zumindest bei mir, ich möchte mal bei mir bleiben, ob es jetzt bei euch oder bei dir auch so ist, das kannst du ja selbst entscheiden. Gleichzeitig hat das aber auch immer so ein bisschen was mit einer Angst zu tun. Also nach dem Motto, oh, ich brauche jetzt genug Geld, um eben meine ganzen Rechnungen zu bezahlen, und oh, ich brauche aber auch später genug Geld, um genug davon leben zu können. Und ich habe mich immer gefragt, was heißt eigentlich finanzielle Freiheit? Weil ich persönlich, ich finde, finanzielle Freiheit hat für mich nichts damit zu tun, dass ich ein paar Millionen Euro auf dem Konto hätte. Sondern finanzielle Freiheit heißt für mich, dass ich weiß, dass ich im Hier und Jetzt und dass ich später, wenn ich irgendwann nicht mehr arbeiten kann und will, genügend Geld zur Verfügung habe. Und dann habe ich für mich entschieden, dass ich durch das Thema ETFs, da spreche ich auch auf meinem Zweitkanal darüber, habe ich für mich entschieden, dass ich einen Sparplan einrichte, also eine Altersvorsorge. Und diese Altersvorsorge ist so genau durchkalkuliert. Also natürlich kann man nie wissen, wie das am Ende bei rauskommt, weil da spielen natürlich ganz viele Faktoren eine Rolle, Inflation und Steuer und Rendite und so weiter. Aber es ist halt so berechnet, dass ich mir theoretisch ungefähr im Alter zwischen 65 und 70 Jahren, dass ich mir bis dahin keine Gedanken mehr um Geld machen muss. Das heißt also, ich habe für mich einen persönlichen Sparplan eingerichtet, wo ich weiß, das ist mein Geld für später. Und jeden Monat geht davon Geld weg. Und das gibt mir einfach unglaublich viel Freiheit, weil ich weiß ganz genau, dass im Hier und Jetzt kann ich immer arbeiten. Ich kann das Geld, was dann noch übrig bleibt, für schöne Dinge ausgeben, ohne mir dabei zu denken, oh, so viel kannst du nicht ausgeben, weil was ist irgendwann mal wenn? Gleichzeitig habe ich mir auch ein sehr, sehr großes Polster mittlerweile aufgebaut an Geld, dass ich einfach weiß, egal was passiert, mehr oder weniger egal was passiert, ich kann das in irgendeiner Weise abfangen, also wenn mal irgendwelche unerwarteten Kosten kommen. Und auch das macht mich total finanziell frei und abhängig. Und ja, das ist, wie du vielleicht merkst, das ist ein Thema, da könnte man ganz, ganz lange, finde ich, drüber sprechen, weil ich glaube, letztendlich hat finanzielle Freiheit einfach damit was zu tun, dass man sich selber Sicherheit gibt. Und das schafft man, indem man sich einen Plan fürs Alter macht, wenn man eben vielleicht nicht mehr so fit ist, und indem man sich einen Plan für jetzt macht
und dann das restliche Geld dafür da hat, um jetzt aktuell zu leben. Weil ich bin kein Fan davon, zu sagen, ich arbeite mein ganzes Leben, damit ich später mal das, was davon habe. Ich bin aber gleichzeitig auch kein Fan davon, zu sagen, ich lebe im Hier und Jetzt, mir egal, was später ist, weil ich denke, dass beides kann theoretisch böse enden und deswegen will ich einen geraden Mittelweg führen. Ich sorge einfach ums Alter und kann aber trotzdem jetzt leben und bin einfach so, ja, deutlich finanziell freier und abhängiger. Ja, ich hoffe, die Tipps haben dir geholfen, dich in irgendeiner Weise inspiriert und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin. Sunlight that always